Willkommen zurück bei einer neuen Folge Let's Play Assassin's Creed Syndicate Minions von Netzwerk Gaming Pros, die Premium-Let's Player auf YouTube für euch. So, wir haben ja in der letzten Folge das Monument bestiegen, haben davor natürlich den kleinen versteckten Kasten gefunden. Und dort oben ist ein Helix-Glitch, ein Community-Helix-Glitch, wie ich mittlerweile genauer weiß. Und ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, wenn ich das gerade noch mitnehme, weil wer weiß, wann wir wieder hierher kommen, um den Helix-Glitch einzusammeln. Außerdem, ich glaube, die werden ja auch nicht auf der Karte markiert und wir haben auch noch eine Truhe hier. Alter, jetzt geht's aber hier ab. Die war gar nicht auf, habe ich noch gar nicht auf der Karte gesehen gehabt. So, ich gehe mal davon aus, dass ich schon weiß, wie man an diesen Glitch rankommt. Ich gehe mal davon aus, jeder dieser Zuschauer weiß das auch. Und wir haben nicht verkackt. Okay, gut. Der Fund des Glitches wurde mit deinen Freunden... Ich muss unbedingt mal in einer Folge gucken, was da genau steht. Also irgendwas Gemeinschaftliches wurde mit den Freunden, ich glaube, geteilt oder gepostet. Ich habe keine Ahnung. Aber da ich ja keine Freunde habe, ist das alles nicht so wild. So, das Geheimnis von das Geheimnis von St. Paul's Cathedral lüften. Ja, das war ja jetzt nicht schwer. Lüften wir mal das Geheimnis. Ah, da müssen wir drehen. Dreh das Ding. Ach so. Das dreht sich selber. Ui. Ui. Oje. Ja, ich soll die Symbole ausrichten, aber... Alter. Alter. Was? Was sind das für Symbole? Jetzt bräuchte ich mal den lieben, netten Permo, der mir dabei hilft, weil... Das ergibt sich mir jetzt gerade nicht so. Also ich hätte eine Idee, aber ich bin mir nicht sicher, ob das Sinn macht. Dass ich zum Beispiel jetzt dieses E, also das ist das erste, was ich jetzt sehe, dass ich das E auf die gleiche Stelle bringe, aber das ergibt keinen Sinn. Weil das E sieht ja immer anders da aus. Es gibt auch keinen Hinweis, wie das aussehen soll, oder... Hä? Okay, warte mal, wir haben 3 auf einem. Wir haben nochmal 3 auf einem, dann haben wir 4 auf einem, wobei sich 2 Symbole gleich sind. Dann haben wir 6, dann haben wir wieder 3 und wieder 3. Wir haben auf nicht auf jedem das E, wir haben nicht auf jedem die 3 Punkte. Und damit sind die über einen. Ja, das ist schlecht. Also, wie könnte das aussehen? Oh Mann, manchmal frage ich mich, warum ich echt ein Let's Play mache. Das ist die pure Qual. Also jedem, der sich das auf den ersten Blick erschließt, mein größten Respekt, mir erschließt sich gerade gar nicht. Also ich habe gar keine Idee, wie das aussehen soll. Es gibt kein Muster. Wir haben 6 Räder. Und mindestens 3 Symbole. Maximal 6 Symbole. 7 sogar. Okay. Was wäre, wenn wir das mal so machen? Nee, das geht nicht. Okay. Was haben wir denn da? Die 69 oder 67 ist das? Ja, Zahl 67 zumindest sieht so aus. Da haben wir jetzt eine 68. Ne, ist auch die 67. Und machen wir... Moment mal, ich habe eine... Ne, so klappt das auch nicht. Also ich habe jetzt überlegt, wir versuchen überall eine Übereinstimmung zu machen. Das heißt jetzt halt so... Das heißt, dass auf dieser Linie, die die Zahnräder verbindet, immer das gleiche zu sehen ist. Aber das klappt nicht so wie gewollt. So vielleicht schon eher.
Ah, hört ihr das Klang? Das sieht gut aus. Da brauchen wir jetzt die drei. Jetzt ist egal, welche Richtung ich drehe. Brauchen wir jetzt die drei Punkte. Und dann dieses besondere Symbol, dieses, was auch immer es ist. Ja, halt. Ja, nee. Geil. Alter. Ernsthaft, ich freue mich gerade voll, dass ich das geschafft habe. Wow. Ja, großartig. Ah, sorry, wenn ich das jetzt gerade voll feiere, aber... Ey, ich hätte... Boah. Hammer. Ich freue mich. Ich freue mich krass. Freunde. Diese Folge wird auf jeden Fall irgendwas mit das Rätsel des Lösungen heißen. Ich weiß es jetzt schon ganz genau. Großartig. Also, ich hätte jetzt wirklich nicht damit... Also ich hätte jetzt damit gerechnet, dass ich das abbrechen muss, weil das vielleicht jetzt 10 Minuten gedauert hätte oder so. Und ich deswegen überversage und mir dieses Versagen nicht eingestehen kann, hätte ein Bild davon gemacht und hätte den lieben Permo eine WhatsApp geschrieben mit dem Bild dazu, halt gesagt, löse das mal, ich krieg's nicht hin oder so. Oder ich hätte mit der nachgeguckt. Eins von beiden. Aber ja, ich bin auf jeden Fall begeistert, dass ich das doch noch hingekriegt habe. Aber natürlich nur mit eurer Hilfe. Auf jeden Fall. Oh, wir haben hier noch eine verschlossene Truhe, die wir auf jeden Fall nicht ungerührt lassen sollten. Unangerührt, wollte ich gerade sagen. Denn, wie wir gelernt haben in der letzten Folge, da kann auch was Besonderes drin sein, wie zum Beispiel die Montur, die wir gerade tragen. Baron Jordan Putz. Ich weiß jetzt nicht, was das gerade... Das ist immer so schnell weg. So, betreten. Der Schlüssel zum Gewölbe und zum Tuch. Gut, dann untersuchen wir den mal. Ich habe den Raum erstmal gescannt vorher. Halsketsche. Zieh sie über, komm. Du willst es doch. Zieh sie über. War klar. Guten Boah, wie Tag, die aufliegt. Das nehme ich. Sie wollen das Tuch, um ihre Macht zu festigen. Aber was, wenn es zu mächtig ist? Und wozu wollen Sie das Tuch? Nur damit die Templer es nicht bekommen. Typisch Assassinen. Die Macht des ewigen Lebens zu besitzen, aber sich dann nicht trauen, sie einzusetzen. Ewiges Leben? Glauben Sie, das hat das Tuch zu bieten? Was ich glaube, hat Sie nicht zu interessieren. Oh, wir fighten? Oh, wir fighten. Ja gut, dann hauen wir die jetzt mal gerade um. Ja, nee, nee, also Mädel, so läuft das ja jetzt mal nicht. Ja, wie Kampf unterbreche? Ich war doch gerade im Combo-Move. Hallo? Ey, was ist das für eine unhöfliche Story? Weißt du, war beim 25er Combo gewesen und dann bricht die ganze Geschichte ab. Das ist ja schon ein bisschen asozial. Na toll. Ich wollte auch gerade eine Rauchgranate schmeißen. Warum? Ich habe andere Pläne. Sie hat den Schlüssel, du Lude. Verdammt. Ja, war doch klar. Ach, alle Angriffe von Lucy kontern. Ja klar, okay. Na dann, wenn's ja sonst nichts ist. Ja. Naja, gut, also. Manche Dinge eröffnen sich mir nicht. Lady Melanies Gewand. Ah ja, dann können wir uns doch eigentlich direkt mal angucken. Hier haben wir Lady Melanies Gewand. Erhöht Wurfmesserkapazität. Also das ist die ganze... Der ganze geile Stuff. Ja, ich finde halt diese 10 Schaden, ne? Das ist halt schon extrem geil. Plus 10% Schaden ist stark. Was haben wir denn hier eigentlich? Da haben wir auch nochmal... Ah ja, genau, Evelyn, das ist auch diese Uplay, wie ich in der letzten Folge schon mit diesem Gewand hier... Nee, mit diesem Gewand erwähnt habe. Das sind so Uplay VIP-Club-Günstdinge, keine Ahnung. Das bekommt man halt, wenn man da irgendwas auf Einlösen drückt. Mehr muss man da nicht machen. Also das sind so, in Anführungsstrichen, DLCs, aber... ja...
unwichtig eigentlich. Nur mal nochmal als Erklärung kurz. Dann können wir uns noch was herstellen. Ausrüstung. Was haben wir jetzt Neues? Ach, das war bestimmt dieser eine Plan da. Baron Jordans Putz. Schnittigen Eindruck. Naja, können wir uns nicht herstellen, wir haben nicht genug Geld. Oh, wunderbar. Nun gut, dann haben wir Geld bekommen und wir haben hier einen Hebel. Es war jetzt irgendwie nicht abzusehen, dass diese Tür aufgeht. Finde ich total überragend, dass wir jetzt die Tür geöffnet haben. Wie fast unnötig das eigentlich schon war. Ja, ist jetzt ein bisschen schade, dass das jetzt eigentlich schon rum ist, das Thema hier. Aber kann man nicht machen. Und da wir jetzt gerade so gut dabei sind, würde ich doch mal sagen, wir wechseln auf den lieben Jacob. Charakter können jetzt gerade nicht gewechselt werden. Das liegt unter Umständen daran, dass ich hier so doof rumstand. So, dann sind wir jetzt auf dem lieben Jacob. Und ihr seht, wie wir es aus der letzten Folge schon gemacht haben, wir haben unendlich viele neue Fähigkeiten, die wir erstmal... festen Boden, das war ja das. Die wir erstmal vergeben müssen. Außerdem können wir dem guten Mann auch noch eine neue Montur anziehen. Das können wir dann auch gleich mal machen. Und warum wir jetzt auf den wechseln, hat den einfachen Grund, dass wir... die Skillpunkte, ich habe gerade überlegt, warum wir wechseln, die Skillpunkte und dann halt die neue Mission machen, ja. So, die Lumpen der Kreatur, das ist sowas wie Eevee im Prinzip gerade gekriegt hat. Also Nahkampf, Fernkampfschaden wird verringert und der Schaden mit dem Kruki wird erhöht. Und die Ezio Auditore Montur, das ist natürlich ein richtig geiles Ding, aber naja. Ich würde mal sagen, wir nehmen die, weil die so richtig scheiße aussieht eigentlich. Warte mal, was ist das? Erhöht den Schaden mit Schusswaffen. Erhöht den Schaden mit Schlagring. Diesen Gegenstand muss herstellen. Wir nehmen mal den, weil er so richtig schön scheiße aussieht, ja? Was haltet ihr davon? Schreibt es mir in die Kommentare. So, Fähigkeiten haben wir natürlich auch beim 11 Punkte mit dem lieben Jacob. So, und da wir ja jetzt schon so viel gemacht haben, würde ich mal sagen, wir machen hier auf jeden Fall die Lebensgeschichte. Also Adrenalin-Push sowie die Kampfausdauer. Dass wir da genau mehr Leben während des Fights zurückbekommen. Und sind auch dann jetzt mit ihm Level 7. Das haben wir ja mit Eevee auch jetzt schon in der letzten Folge erreicht. Und dann können wir mit dieser hässlichen Uniform uns freundschaftlicher Wettbewerb. Zu diesem freundschaftlichen Wettbewerb. Also die Montur sieht ja mal richtig scheiße aus. Also wirklich richtig scheiße. Weiß gar nicht, wie oft ich das noch sagen soll. Aber gut, naja, mein Gott, das ist alles jedem sich selbst. Aber die Stats, also die Statistik ist halt extrem gut dafür. Naja, ein bisschen Leben verloren ist nicht so schlimm. Wir haben ja gerade geskillt, wir bekommen das Leben wieder sehr schnell wieder. Und sind jetzt auch schon wieder fast voll. Bam, voll. Geil. Das ist schön, das ist gut, das gefällt mir. Da oben hängt ein Helix rum, den holen wir uns jetzt aber nicht, weil wir haben keine Zeit. Ihr wisst, wir haben keine Zeit. Wir müssen uns beeilen. Rennen einfach mal hier durchs Foto. Kein Problem. Und dann machen wir auf jeden Fall mit der Jacob-Story weiter jetzt. Da sind wir jetzt gerade auf dem Weg, wie gesagt. Nur als Erinnerung, er ist ja derjenige, der hier London befreien will von dem Bösen. Der Pleiters, also hier, den da, einem dieserjenigen. Und, da schauen wir mal, was da jetzt an Mission ankommt von ihm aus. Bin ich gespannt. Oh, sorry, das war jetzt gerade nicht so gewollt. Da hinten haben wir auch noch eine Sequenz. Da beim M. Wer ist ein M? Marx? Howard Marx? Könnte sein. Oh, da brennt's. Was ist da los? Vor allem, wie lange das schon brennen muss, weil die Mission ist ja schon ein bisschen länger verfügbar. Jacob stellt sich Pearl Atway vor, der Konkurrent von Starix Omnibus-Unternehmen, das im Besitz von Malcolm Miller ist.
Miss Attaway. Ja, und wer? Oh, grandios. Sie sind hier, um mich zu ermorden. Ich weiß. Pearl Attaway, Geburtsdatum 20. Oktober 1833. In den Geschichtsbüchern findet man nicht viel über Pearl, bevor sie die Postkutschenfirma der Familie Attaway mit dem Ruhestand ihres Vaters übernommen hatte. Sie wandelte das Unternehmen vom Gütertransport in einen Dienstleister für Privattransporte um, aber ihr Erfolg blieb überschaubar. Daraufhin wandelte sie das Unternehmen erneut um und wechselte von privaten Postkutschen zu öffentlichen Omnibussen. So wurde Attaway Transport geboren und ihr Erfolg weckte sogleich den Zorn von Malcolm Milner. Ist schon gut. Jeder hat seinen Preis. Ist das genug? Ich habe nicht vor, sie zu töten. Was wollen Sie dann? Mr. Starek und die Milner Company haben ihre Vorhaben lange genug blockiert. Ich möchte Ihnen ein Geschäft vorschlagen. Wunderbar. Kommen Sie mit, wir haben viel zu besprechen, Mr. Jacob Fry. Zu Ihren Diensten. Solche Worte hört man doch gern. Ja, der Jacob, der alte Frauenheld. Zügel zu nehmen? Natürlich, nehmen wir doch, wir nehmen die Zügel. Sie müssen verstehen, ich habe mehrere Morddrohungen erhalten. Marco Mirna führt regelrecht Krieg gegen mich, seit Mr. Starrick seine Gesellschaft gekauft hat. Und nichts für ungut, hoffe ich, aber Sie sehen tatsächlich wie ein Mörder aus. Ich bezweifle, dass ich mich von dieser Kränkung erholen werde. Und was genau, ja, mit dem Mantel. Ich sehe eine Möglichkeit, von der wir beide profitieren. Tun Sie das. Ist das so schwer zu glauben? Was immer Sie auch bezwecken, es dürfte äußerst anregend werden, gegen Milner und Starrick zurückzuschlagen. Ich habe schwer geschuftet und Attaway. Der gehört zu Milner. Oh, schade. Das ist jetzt aber doof. Miss Attaways Busfahrer vor dem Verfolger retten. Hä? Was? Oh, ich bin gerade ein bisschen. Freunde der Hoffnung. Oje, wir fahren gerade völlig falsch. Oje. Naja, das Navi ist jetzt wieder damit beschäftigt, neue Routen zu organisieren. Oh, wo fahre ich denn jetzt hier eigentlich lang? Was ein von Milners Angestellten auch spüren. Jetzt sollen wir hier auch noch drehen. Oh, wir haben uns festgefahren. Was? Omnibus-Fahrplan mit Nachricht. Wiseman, gehen Sie heute Abend zum Betriebshof, um eine besondere Aufgabe zu erhalten. Forbes. Ziel lokalisiert. Ja, okay. Das ist ja auf jeden Fall sehr interessant, diese ganze Geschichte. Ich bin gerade ein bisschen überfordert wäre jetzt das falsche Wort, aber belastet. Wir haben das Ziel lokalisiert und nähern uns diesem in Mach 80 Geschwindigkeit. Denn diese 2 PS, naja, sind es eigentlich ein bisschen mehr als 2 PS, aber die fordern hier gerade die Londoner Straßen richtig heraus. Wow. Sorry, Jungs. Die guten Rooks wollen wir natürlich nicht überfahren. Und dann sind wir auch schon fast da. Ah, noch ein Stückchen. Oh je, jetzt gibt's natürlich wieder Ärger. Mit den Bullen auch noch. Super, super Sache. Aber die lassen wir einfach links liegen.